Hallo und herzlich willkommen zum fünften Video in der Review-Woche. Und heute soll es um dieses Teilchen hier gehen. Nur kurz zu Anfang, du findest unter dem i einen Ordner mit allen Videos, guckst du zeitgleich. Jeden Tag um 20 Uhr ein neues Video, auch direkt in dem Ordner drin. Guckst du nicht zeitgleich, im Ordner findest du alles. Es gibt sogar noch einen zweiten Ordner von meiner ersten Review-Woche. Den würde ich dir gerne auch mit reinpacken. Vielleicht ist da hier was dabei, was dich interessieren könnte. Und heute sprechen wir über dieses Teilchen hier. Zu einem niedrigen Preis. Drogerieteilchen. Und wir haben hier zwei Ceramide und das ist einfach großartig. Leon empfiehlt dieses Produkt. Und wenn der Leon irgendwas empfiehlt, dann hat das irgendwie auch einen gewissen Faktor. Also sprich, dann ist es ein gutes Produkt, ne? Und da ich eh jemand bin, wenn irgendwo Ceramide auf einem Produkt draufsteht, dann hole ich mir das. Aber hier haben wir halt wirklich zwei Ceramide. Ich dachte ganz lange, ist es nur eins. Aber meistens, wenn ich halt diese Videos hier mache, dann sehe ich mir nochmal die Inhaltsstoffe direkt an. Und wir haben tatsächlich zwei Ceramide. Und das ist toll. Ne? Also wenn ich jetzt die Balea-Creme da hätte, die ich sonst immer nehme mit Urea, dann würde ich das natürlich kombinieren und ich werde das zukünftig wahrscheinlich auch kombinieren. Denn Balea hat immer noch nicht die Urea-Creme, also die Balea-Med-Creme, die Ultra-Sensitive, ne? Das ist meine absolute Lieblingscreme, die halt einfach gut funktioniert. Die haben sie immer noch nicht mit Ceramiden kombiniert, weil Urea und Ceramide meiner Meinung nach wunderbar in Verbindung stehen können. Deswegen wird es halt als Serum aufgetragen, kein Problem. Und die Creme dann im Nachhinein, wenn ich sie mir wieder kaufe, extra aufgetragen. Das ist ja auch kein Problem. Aber da hat Balea wirklich ein richtig tolles Teilchen rausgebracht, denn das funktioniert bei mir einfach erstklassig. Meine Haut wird beruhigt davon. Zumindest habe ich so die Meinung oder das Empfinden, dass meine Haut halt einfach ruhiger ist, wenn ich das Serum auftrage. Und ich habe es halt schon über einen längeren Zeitraum jeden Tag morgens und abends aufgetragen und war echt mega zufrieden. Ich mag zu reichhaltige Serien, mag ich nicht. Und das ist halt echt schön leicht und fluffig, lässt sich schön auftragen und ist so eine, hat so eine milchige Konsistenz. Auch die Pipette ist richtig toll. Nicht so wie bei dem BHA-Serum von Isana. Und da habe ich nämlich schon die Pipette kaputt gemacht. So ist es. Hier haben wir halt etwas, was halt wirklich schön in der Hand liegt. Und ihr denkt daran, nichts in euer Produkt, also wenn ihr Luft in euer Produkt reinpumpt, ist es so, dass das Produkt einfach nicht so lange hält. Also Pipette raus, draufdrücken, rein ins Produkt und schon könnt ihr die Sache auftragen. Und ich mag halt die Pipetten wesentlich lieber als das mit dem Knopf. Und es hat halt auch bewiesen, es funktioniert nicht, weil das ist bei mir dann durchs Badezimmer geflogen und die Pipette war kaputt. Aber ist kein Problem, ich kann es ja so aus dem Produktfläschchen rausholen. Also wie gesagt, wenn eine Pipette dann so war, dann die funktionieren meistens. Und ob ich das Produkt nachkaufen werde, keine Frage, ich werde es auf jeden Fall nachkaufen. Das wird, denke ich, ein Oldie but Goldie für mich werden, denn ich bin echt zufrieden damit und es gibt selten ein Serum, was ich mir ein zweites Mal kaufe. Das bedeutet schon relativ viel, denn diese beruhigende Wirkung und die Ceramide in dem Produkt sind für meine Haut eine richtig tolle Sache. Nochmal zu meinem Hauttyp. Ich habe eine Mischhaut, ich bin 43, eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und da kann ich halt Produkte nicht so leiden, die meine Haut halt zu schwer machen. Und das tut es definitiv nicht, muss man an der Stelle sagen. Kennst du das Produkt? Hast du andere Erfahrungen wie ich gemacht? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Denn ich sag immer so schön, bei so Produkten reichen schon Nuancen, die deine Haut irgendwie anders ist. Und jede Haut ist anders. Und schon funktioniert das Produkt nicht mehr. Dann schreib auf jeden Fall dazu, was für ein Hauttyp du bist, vielleicht wie alt du bist und wie du das Produkt kombinierst und was vielleicht nicht funktioniert hat oder ob es bei dir genauso funktioniert hat. Das ist immer gut für meinen Zuschauer, denn mein Zuschauer kann abwägen, ob er das Produkt kauft oder nicht. Aber für unter 6 Euro kannst du wirklich nichts sagen und das wird ein
neues Schätzchen bei mir in meiner Sammlung. In meiner Skincare. Skincare sollte man nicht sammeln, denn die geht kaputt. Ne? Also kauft nichts, was ihr nicht aufbrauchen könnt. Sage ich immer so schön. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Auch bei uns Skincare-Junkies. Kennst du das Produkt? Schreib mir das also gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Morgen gibt es ein neues Video. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.